Stand 1433 Uhr das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 wird berichten zufolge teurer und dauert länger als bislang geplant nach neuen externen Prüfungen rechne die Bahn demnach mit einer weiteren Verzögerung und Fertigstellung bis Ende 2024 ursprünglich sollte das Projekt 2023 fertig sein auch soll es um eine Milliarde Euro teurer werden das Bahnprojekt Stuttgart 21 soll gute eine Milliarde Euro teurer werden als bisher geplant die deutsche die Deutsche Bahn erwarteten ohne einen Kostenrahmen von 7,6 Milliarden Euro, wie die deutsche Presseagentur Para Mittwoch aus Aufsichtsratskreisen erfuhr. Bislang waren 6,5 Milliarden Euro vorgesehen, zugleich verschiebt sich die Fertigstellung des Projekts vom Jahr 2023 auf Ende 2024. Darüber hatte zuvor die Zeitung Bild am Sonntag berichtet. Laut dem Bericht der Zeitung hatte Infrastrukturvorstand Ronald Puffala das Milliardenprojekt nochmal prüfen lassen. Der neue Zeit- und Kostenplan soll nach Pay-Informationen auf einer Sondersitzung des Aufsichtsrats Ende Januar beschlossen werden, als Gründe für die höheren Kosten und die spätere Fertigstellung wurden in den Aufsichtsratskreisen unter anderem gestiegen Baukosten, Verzögerungen in den Planungsverfahren und die restriktiven Regeln beim Mattenschutz genannt. Im Zuge des hochumstrittenen Projekts Stuttgart 21 soll aus dem Stuttgarter Kopfbahnhof in Tiefbahnhof werden, an dem Bahnhof wird seit Februar. 2010 gebaut, der Grundstein für den Neubau wurde im September 2016 gelegt. Der Bundesrechnungshof hatte bis zu 1 Milliarde Euro Kosten vorausgesagt. Das Projekt hat im Jahr 2010 für große Proteste gesorgt. Zehntausende Menschen waren dagegen auf die Straße gegangen. Der frühere rechte generalsekretär Rainer Geisler hatte denn in dem Konflikt als Schlichter vermittelt. Urheberrecht wählten 24 GmbH alle Rechte vorbehalten. Die Deutsche Bahn in Stuttgart tausende kleine Reptilien in ein neuer schaffenes Lebensparadies. Für 4000 Euro das Stück erfolgt die Umsiedelung. Naturschützer wundern sich über die Kosten. Nach 26 Jahren Bauzeit beginnt im Dezember der Betrieb auf dem letzten Teil der Bahnneubaustrecke zwischen Berlin und München. Bei der Premierenfahrt zeigen sich noch mal die Absurditäten des Projekts. Die Grabungen nach dem geheimnisvollen unterirdischen Bahnhof in Stuttgart dauern länger als geplant. Immer wieder stößt man auf Hindernisse. Die Archäologen von Stuttgart 21 machen tapfer weiter. Der Infrastrukturvorstand der Deutschen Bahn Ronald Pofalla, hat das Milliardenprojekt nochmal prüfen lassen. Gute Ihnen Milliarde mehr würde es voraussichtlich kosten und soll es 2024 fertiggestellt werden. Die beiden prominentesten Belege dafür, dass wir keine Großprojekte mehr stemmen können, haben eines gemeinsam, der Staat baut mit. Im Fall von Stuttgart 21 aber toller Dings ein Beteiligter gegen das Projekt, Riesenvorhaben wie Stuttgart 21 und was sind ein Desaster, sie dauern länger als geplant und kosten nun Mengen mehr. Doch statt eine eigene Behörde zu gründen wie die Briten, wo stellt man weiter, dann ist wenigstens keiner verantwortlich.